Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und habe ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir den Great Vault öffnen und ich hoffe, dass ich ein wenig Loot rausziehe. Und zwar war ich letzte Woche fleißig. Ich habe den Raid komplett durchgebastelt. Nur im NHC, war random unterwegs, aber zumindest 10 Bosse umgebrezelt. Ich glaube, einen im HC haben wir dann noch gestern schnell mitgenommen. Und ja, mein Hauptloot werde ich aber durch M Plus bekommen, denn ich habe einen 12er gemacht. Da müsste ich ein 223er Item bekommen. Insgesamt 7 M Plus Dungeons, heißt die zweite Kiste gibt es auch noch. Und da habe ich geguckt, dass ich zumindest 4 auf 10 aufwärts mache. Ich glaube, ich habe einen 11er, einen 12er und zwei 10er gemacht. Heißt, wir müssten jetzt ein 223er Item zur Auswahl haben, ein 220er und 3 200er, wenn ich mich recht entsinne. Ich stelle jetzt mein Loot-Spec mal auf Wildheit um. Ich will nämlich ein DT-Trinket tatsächlich haben. Und ja, wir gucken mal, was ich kriege. Also optimalerweise wäre natürlich eine Waffe. Trinket wäre richtig, richtig gut. Ich würde natürlich aber auch die anderen Slots nehmen, ne? Ich hoffe nicht, dass ich einen Kopf oder eine Hose krieg. Ich hoffe es nicht. Bitte lass es eine Waffe sein. Jetzt drückt mir die Daumen, Leute. Bitte, bitte, bitte. Ich will guten Loot haben. Komm, 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 komm. Oh nein, es ist eine Hose und eine Brust drin. Ah. Warum? Warum habe ich denn so ein Pech? Also ich habe eine Hose mit Tempo Mastery drin. Die wäre nicht so verkehrt. Temporary Mastery Hose. Dann habe ich eine Brust mit Versa Crit. Die. Naja, was habe ich an? Ich habe eine Brust an mit Mastery Crit. Und das ist jetzt eine Brust mit Versa Crit. Also ist eigentlich nichts um die Brust. Die zwei Brustteile, um nicht Brüste zu sagen, sind eigentlich komplett gleich. Die Hose, die wäre von den Stats gut, aber da habe ich halt mein Legendary. Und ich denke mal, ich werde einige Wochen brauchen, bis ich das Legendary nochmal craften kann auf einem anderen Slot. Ich müsste es mal durchgucken, wo ich das Legendary noch craften kann. Also man sehe, ich habe auch richtig Pech manchmal. Und zwar, das war Rücken und Beine. Ich könnte das Legendary auch auf einem Rückenslot mir holen. Das wäre auch möglich. So, und was habe ich jetzt noch als Auswahl? Ich habe als Auswahl Handgelenke, die hätten gute Stats, aber das ist halt 200er Item Level, das kannst du knicken. Schultern, die haben so mittlere Stats, Crit Versa 207, das wäre ein Upgrade. Oder ich nehme ein Trinket, okay, was kriegen wir da? Geschwindigkeit bekommen wir, nächsten Gegner 8 Meter, körperlichen Schaden zu, das klingt jetzt irgendwie nicht so geil. Ach, naja, gut, 8000 Schaden. Nicht. 8000 Schaden, 1,3 Abklingzeit. Weiß ich nicht. Ich bin fast versucht, die Dings zu nehmen, aber das ist halt. Ach komm, jetzt bin ich so viel M Plus gelaufen für nix und wieder nix. Die beiden Items kannst du halt beide in die Tonne klopfen. Das war halt genau der Worst Case, ne? Wenn die Hose an dem Slot ist, wo man Legendary ist und das andere Teil, also beschissen kannst du noch nicht laufen. Die dritte Kiste gleich schon mal richtig ins Klo gegriffen. Ja, ich glaube, da müsste ich fast die Schultern nehmen. Oder ich nehme die Hose und craft mir mein Legendary dann an dem Rückenteil. Aber das dauert halt jetzt wahrscheinlich wieder 5 Wochen. Bis ich dann hier das Legendary craften kann. Und bis dahin sind wir, glaube ich, schon dreimal drüber. Da habe ich schon wieder 10 neue Items. Ja, dann muss ich am besten die Schultern nehmen, würde ich jetzt mal sagen. Die sind vielleicht noch das höchste Upgrade dann in dem Fall. Und muss leider die anderen Sachen links liegen lassen. So schmerzhaft es ist. Gut, dass wir noch zumindest ein paar Dungeons waren, ne? Das bringt mich natürlich jetzt nochmal zumindest einen Ticken hoch. Aber da seht ihr mal. Das ist halt richtig, richtig unlucky. Ich habe noch so viele lowe Teile und die zwei Items, wo 220 plus sind, sind genau an den zwei Slots, wo ich die hohen Sachen habe. Also beschissener hätte es tatsächlich nicht laufen können mit der Konstellation. Ne? Gut, die Brust hätte noch der Kopf sein können, aber ich habe ja nur 3 hohe Items und genau 2 davon hat es getroffen. Sehr, sehr schade. Ja, ich nehme die Schultern, würde ich sagen. Und ja, dann muss ich halt gucken,
Dann muss ich halt gucken. Und was bekommen wir? Einen Elver Key bekommen wir. Schultern haben wir eingetütet. Zumindest einen Transmog haben wir bekommen. Das erhöht jetzt das Item-Level leider nur minimal. Schade, schade an der Stelle. Und ja, dann würde ich sagen, lege ich wieder los die Woche. Vielleicht haben wir nächste Woche ein bisschen besseren Loot drin. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Schreibt mir mal rein, was ihr so rausgezogen habt. Habt ihr genauso Pech, wie ich das jetzt eben hatte? Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.